Ja, wir sind am dritten Tag des Kongresses angelangt und dieser Tag steht unter dem Motto Impulse für den Menschen, für das Individuum. Und wir freuen uns sehr, dass wir wieder Doris Zölz einladen konnten. Sie hat bereits beim zweiten Business Yoga Kongress sehr inspirierend und eindrücklich über die Einspitzigkeit des Geistes gesprochen, über die Fokussierung, über die Ausrichtung des Einzelnen. Und wir freuen uns sehr, dass sie wieder da ist. Dankeschön. Und ja, ich grüße dich. Danke. Doris Zölz ist Zen-Lehrerin in der Sanbo-Kyodan-Tradition und Zen-Meisterin der Zen-Linie Williges Jäger, Leere Wolke und spirituelle Leiterin des Benediktushofes. Herzlich willkommen, Doris Zölz. Vielen Dank. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich Ihnen ein bisschen von meiner spirituellen Praxis erzählen darf. Der Titel des Vortrags ist Zen im Alltag. Erst einmal ein paar Worte über Zen. Was ist Zen? Zen übersetzt heißt nichts anderes als Gewahrsein. Gewahrsein, Bewusstheit erlangen, Bewusstsein. Und man geht davon aus, dass unser Körper eine Verdichtung der Elemente ist, die, aus denen das Universum besteht, Feuer, Wasser, Luft, Erde. Und im Osten hat man noch den Äther. Und im Zen geht man davon aus, dass all diese Elemente in sich ein Bewusstsein tragen. Sie sind nichts anderes als die Verdichtung des Bewusstseins. Das heißt, das sechste Element ist auch Bewusstheit. Und wir Menschen haben die Fähigkeit, dass dieses Bewusstsein sich in uns seiner selbst bewusst wird. Das bedeutet, dass der ganze Körper bewusst werden soll. Und zum Körper gehört der Geist und gehört auch die Psyche, das Fühlen. Wenn wir uns im Alltag normal bewegen, sind wir eigentlich unbewusst. Auch wenn wir glauben, wir wären bewusst, wir würden denken, ist dieses Denken auch wieder unbewusst. Im Zen wird das als Karma-Körper bezeichnet. Diese ganzen Konditionierungen, die menschheitsgeschichtlich, die kulturgeschichtlich, die familiär und individuell geschichtlich sich geformt haben, das ist der Karma-Körper. Und Buddha wurde einmal gefragt, wie kannst du diesen Karma-Körper, wie kannst du deine Konditionierungen, deine Muster, wie kannst du die übersteigen? Und Buddha sagte, komm in den Augenblick. Und das ist die Übung des Zen, die eigentlich von der Ausrichtung her sehr, sehr einfach erscheint, in der Praxis sich nicht ganz so einfach erweist. Das ist die beiden Säulen, das ist in den Augenblick zu kommen, im Hier und Jetzt zu sein und den bewertenden Geist abzuschneiden. Das sind die Säulen, auf denen Zen basiert. Jetzt ist es nicht so leicht, einfach zu sagen, ich bin jetzt im Augenblick und schneide den unterscheidenden Geist ab. Weil unser ganzer Körper, unser ganzes Fühlen, unser ganzes Denken davon durchdrungen ist, in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu weilen. Und in den seltensten Momenten sind wir wirklich im Augenblick. Beziehungsweise wir sind immer im Augenblick, wir bekommen es bloß nicht mit, weil wir in Gedanken ganz woanders sind. Und die Zen-Praxis geht jetzt davon, den Körper zu erwecken, den Geist zu erwecken, die Psyche zu erwecken, wach zu werden, dieses Bewusstsein, ja, dass das wach ist, dass sich das Bewusstsein als Körper, als Geist, als Psyche bewusst ist. Und wir spüren diese Bewusstheit, spüren wir darin, dass wir selbst eine Sehnsucht haben, ja, nach Leben, nach Glücklichsein, nach Frieden. Das ist nicht ein Wunsch unseres Egos, sondern das ist das Bewusstsein selbst, das sich entfalten möchte. Und diese Entfaltung bedarf einer Übung. Denn es ist
wirklich entscheidend, dass wir vom Körper herkommen und nicht von unserem Denken. Jeder weiß von uns, wenn man sich vornimmt, morgen stehe ich früh auf, dass wenn dann der Wecker läutet, der Geist sagt, ach, bleib halt liegen. Kannst du später machen. Und kaum drückt man den Wecker aus und schläft noch ein bisschen und wacht dann auf, dann sagt das Ego, ach, wärst halt aufgestiegen. Jetzt ist ganz vorbei der Tag. Und darin erweist sich schon unser Geist, unser Ego. Im Zen ist das Ego, das Ich, der bewertende Geist, der es immer anders haben möchte, als es ist. Immer. Und wenn wir nicht wach sind, dann sind wir dieser bewertende Geist. Dann sind wir dieses Streben, ständig soll es anders sein, wie es ist. Und darunter leiden wir, denn es ist, wie es ist. Wir können eigentlich nichts ändern, sondern das Leben vollzieht sich und unsere Übung ist, sich dem Leben hinzugeben. Bewusst, ganz wach. Und nicht immer zu streiten mit dem, was sein könnte. Denn das ist nur im Kopf. Ich kann Ihnen eine wunderschöne Geschichte oder ein Erlebnis erzählen, das mir selbst passiert ist. Wenn ich einen Retreat halte, dann ist es am Abend, bin ich oft sehr müde. Und dann stehe ich unter der Dusche und lasse mich ganz heiß duschen. Und ich merkte, ah, das ist wunderbar. Und dann hörte ich mich sagen, ah, Sauna wäre besser. Und da habe ich mein Ego wieder erkannt. Da war es leicht zu erkennen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, ich wäre mit dem Ego identifiziert. Dann würde mein Geist weiter vorlaufen und sagen, ja, jetzt muss ich dieses Retreat fertig machen und die könnten auch eine Sauna einbauen, damit man es bequemer hat. Und dann komme ich in die Schleife der Unzufriedenheit. Und dafür bedarf es einer großen Wachheit. Und diese Wachheit muss geübt werden. Da möchte ich auch eine schöne Geschichte erzählen. Denn es ist wirklich so schwer zu sagen, ich mache das und ich könnte es dann ausführen. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Unser Geist, unser Denken ist nicht so stark, dass er es überwinden kann, sondern wir müssen über den Körper gehen und dann kann der Geist nachvollziehen. Dies. Eine schöne Geschichte von Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin ist ein Mystiker des Sufismus. Und Mullah Nasruddin war es leid, dass man ihn immer so hänselte wegen seiner Fülle. Und dann bestellte er ein Buch über Bodybuilding. Und er studierte das Buch dann ganz intensiv. Und als er fertig war, schrieb er an den Verlag, also ich habe Ihr Buch ganz intensiv gelesen, schicken Sie mir bitte mit die Muskeln. Diese kleine Geschichte zeigt, wie wenig Kraft unser Denken hat. Wir können meterweise Bücher lesen, aber das sagt noch gar nichts, ob wir es leben können. Wir können erst leben, wenn wir es tun. Und das ist die Aufgabe, die wir den Menschen versuchen zu vermitteln, dass wir einfach üben. Üben, üben, üben. Den Körper wach machen. Den Körper in Achtsamkeit üben. Und das ist die Grundhaltung, die wir im Zen praktizieren. Das ist das Zazen. Das einfach sitzen. Aber nicht dumpf dahin sitzen, sondern wach da sein. Also Zen heißt Gewahrsein, Bewusstsein. Und bewusst wahrnehmen, was in meinem Körper passiert. Bewusst wahrnehmen, was jetzt geschieht. Und dafür nehmen wir den Atem, weil der Atem ständig neu ist. Auch wenn es sich immer gleich anfühlt oder wir glauben, er wäre gleich, ist er in jedem Moment neu. Und es ist die Möglichkeit, wirklich im Augenblick zu sein, wenn wir den Atem wahrnehmen, weil kein Mensch denkt über den Atem vor 10 Minuten nach oder über den Atem in 10 Minuten, sondern es
Der Atem führt uns in den Augenblick. Und unsere ganze Übung ist, dass wir still sitzen, dass wir aufrecht sitzen, denn wenn die Aufrechte da ist, ist auch die Wachheit unterstützt. Und wir nehmen nur wahr, wie der Atem kommt und wie er geht. Und das Verrückte ist ja, der Atem kommt ja immer. Wenn wir schlafen, wenn wir gehen, essen, immer ist der Atem da. Aber wenn wir das Augenmerk darauf lenken, kommt so ein Ich und sagt, jetzt atme ich ein, ich atme aus. Ich atme ein, ich atme aus. Und dann kommt es, nein, so passt es nicht, du musst ein bisschen tiefer. Nein, du kannst das nicht, du musst dich richtig hinsetzen. Und dann kommt das Ich und korrigiert unentwegt, was verkehrt ist. Und die Übung ist, in eine Haltung zu kommen, wie im Schlaf. Aber jetzt wach schlafen. Das heißt, ich werde gelebt, ich werde geatmet, ganz wach. Ganz wach. Aber ich tue gar nichts. Es ist diese tiefe Übung und dann in die tiefe Erfahrung einzutauchen, dass nicht ich lebe, sondern dass das Leben sich in mir vollzieht. Das ist die Übung. Diese tiefe Weisheit und nicht immer ich muss es anders machen, so wie es ist, passt es nicht, dann werde ich zerrissen und bin zerrissen in den Polaritäten dieses Lebens, das sich in den Polaritäten zeigt. Aber die Polarität ist nicht ein Gegensatz, sondern in jedem Augenblick vollzieht sich das Leben in hoch und dann in tief, in groß und in klein. Und jeder Vollzug, jedes Phänomen, alles, was erscheint, ist ein Ausdruck dieses unendlichen Lebens, dieses unendlichen Buddha, Gott, egal wie wir es nennen wollen. Das ist diese Wahrnehmung, diese Bewusstheit, dass es sich vollzieht. Und da es sich unentwegt vollzieht, ist es nie fest. Das Leben ist nicht fest. Im Zen benutzt man gerne das Bild des Flusses oder des Meeres, das sich in unendlichen Wellen und Formen zeigt. Aber die Formen, wenn wir sie festhalten wollen, sind schon weg. Das heißt, die Wirklichkeit, die wir eigentlich als fest bezeichnen, ist ein Bild, ist eine Erscheinung. Und auch das, was wir glauben, das ist fest. Wenn wir wirklich schauen können, merken wir, dass das auch nicht fest ist. Es hätte ja sein können, dass uns die Evolution so ausrichtet oder ausgebildet hätte, dass wir mit unseren Augen Atome sehen könnten. Und dann wäre es ein einfaches zu wissen, dass das nicht fest ist, dass es sich unentwegt verändert. Und diese beiden tiefen Erfahrungen, dass nämlich alles Ausdruck des einen ist und dass alles Erscheinungen sind, dass dieses Bewusstsein sollte uns tragen. Und jetzt möchte ich ein paar Unterstützungen geben, wie man im Alltag mit diesem Bewusstsein leben kann. Ich erzähle Ihnen einfach das, was ich meinen Schülern und Schülerinnen versuche zu vermitteln und ihnen zu helfen, dieses Bewusstsein in den Alltag zu bringen. Es ist nämlich oft so, dass die Menschen, die zu uns kommen, ein Retreat besuchen und dann sind sie von dem Retreat, von dem Session, sind sie sehr erbaut, sind ganz, jetzt meditiere ich morgens und abends und dann stehen sie um 5 auf und nach einer halben Woche wird es 5:30 und dann 6 und dann. Und dann hat man keine Zeit mehr. Und dann verläuft sich das wieder im Sand. Und das ist nicht einfach, diese Festigkeit, diese Ausdauer durchzuhalten. Und da braucht es einfach Unterstützung. Da braucht es immer wieder ein Geländer, wo man sich dran festhalten kann und das einen immer wieder stützt. Ich habe schon gesagt, wichtig ist das Sitzen für uns, dieses, dass wir
wenigstens, ich sage immer, 5 Minuten mindestens, nach oben hin ist es offen, aber nach unten darf es nicht gehen. Weil der Körper muss erstmal die Gewohnheit haben, dass er sich auf diese Übung einlässt. Und wenn ich gleich mit einer Stunde anfange, ist die Erfahrung, dass man dann bei Null aufhört. Sondern man muss langsam aufbauen. Und wenigstens 5 Minuten am Morgen und am Abend wahrnehmen, wie der Atem kommt und wie er geht. Nur wenn ich 10 Atemzüge schaffe, ohne dass ein Hauch von Gedanke dazwischen kommt, das ist schon eine wunderbare Übung. Denn die Konzentration, die dadurch gefördert wird, die, worauf wir die Aufmerksamkeit richten, diese Konzentration, wenn sie lang genug gehalten wird, ist wie ein Schalter, wenn er sich umdreht. Auf einmal ist diese Wachheit, ist dieses Gewahrsein da. Aber es bedarf dieser Konzentration. Und dann ist es hilfreich, wenn wir tagsüber eine halbe oder alle Stunde nur 5 Atemzüge schaffen, wo wir nur den Atem wahrnehmen und nicht selbst atmen, sondern nur wahrnehmen, ach ja, ich werde ja gelebt. Der Atem kommt, der Atem geht. Dass wir den ganzen Tag über nicht verlieren, dieses Bewusstsein, nicht ich muss alles richten, sondern das Leben vollzieht sich. Das Leben kommt auf mich zu, lebt sich in mir und ich gebe mich dem Leben hin. Und das bedarf immer wieder der Rückbesinnung. Weiß ich sonst, dass ich muss, sofort das Terrain schnappt und dann hetzen wir durch den Alltag. Kommen wir alle halbe Stunde wieder zurück und nehmen das wahr, dann fällt die Meditation, die am Morgen praktiziert worden ist, nicht bis zum Abend ganz nach unten und dann müssen wir wieder von vorne wieder anfangen. Und das dauert oft sehr oder ist am Abend sehr schwer, weil wir dann von der Arbeit müde sind. Und dann ist es noch schwerer, sich auf die Übung einzulassen. Die nächste Übung ist, um den bewertenden Geist auszuschalten. Denn das kann ich nicht, indem ich ihn mit einem Knopfdruck ausschalte, sondern es geht darum, dass ich ihn erst einmal erkenne. Mit meiner Sauna, das habe ich erkannt. Und dadurch war das nicht schlimm, das war eher lustig. Ja. Aber ich muss den bewertenden Gedanken erkennen. Und da ist es hilfreich, Übungen zu machen. Zum Beispiel zu lauschen. Und dann höre ich ein Geräusch. Und ich nehme bewusst wahr, wie mein Geist dieses Geräusch benennt. Ich habe das am Kühlschrank geübt. Ich lag auf dem Sofa. Und dann schaltete der Kühlschrank ein. Und sofort war Kühlschrank da. Es war nicht das Geräusch als erstes, sondern es war sofort Kühlschrank. Das heißt, das, was wir sehen oder das, was wir hören, das wird bei uns so schnell benannt, dass wir gar nicht unmittelbar im Hören und Sehen sind, sondern wir sind sofort in der Begrifflichkeit. Und wenn wir in der Begrifflichkeit sind, engen wir das, was wir erleben, schon auf unsere Konditionierung ein. Wir können es ganz schön beobachten bei Kindern. Wenn ein Kleinkind durch den Park gefahren wird und es sieht einen Hund, dann macht es ho, 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 ho. Und dann sagt die Mutter, das ist ein Hund. Und damit wird die Unmittelbarkeit, nämlich eins sein mit dem Hund, wirklich die Unmittelbarkeit, eins sein mit dem, was da ist, wird durchbrochen durch die Begrifflichkeit. Und diese Begrifflichkeit hat immer schon eine Bewertung darin. Denn wenn die Mutter, das ist ein Hund, mit einem bestimmten Unterton sagt, weil sie
Erfahrungen gemacht hat, die negativ waren, bekommt das Kind sofort den Unterton mit und hat schon die Konditionierung, ein Hund ist nichts, ist schlecht. Und aus dieser Begrifflichkeit und aus dieser Bewertung herauszukommen, ist die Übung, nur wach zu sein, bewusst zu sein. Der Geist wird immer bewerten. Aber es ist entscheidend, dass wir es erkennen, um nicht in der Schleife des Bewertens darinnen bleiben zu müssen. Ich gebe meinen Besuchern bei einem Seishin, den Zen-Schülern, die Aufgabe, wenn ihr Tee trinkt, dann setzt euch in den Speisesaal und schaut mal, wenn jemand reinkommt, was euer Geist dazu sagt. Und fast alle kommen und sagen, ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt darüber, was mein Geist plaudert. Da passt mir dem seine Nase nicht, da passt mir dem die Frisur nicht. Ich habe nur negative Gedanken. Ich bin dann froh, dass sie das erkennen. Sie sind entsetzt. Aber ich sage, die vorher waren die Gedanken auch da. Bloß du warst die Gedanken und dadurch hast du das Negative gelebt. Du warst mit dem so identifiziert, dass du auch so gehandelt hast und auch dich so bewegt hast. In dem Moment, wo wir es erkennen, haben wir die Möglichkeit, einen Zwischenraum zu schaffen zwischen dem Erkennen und dem Bewerten. Und wir sind nicht mehr die Bewertung. Und das ist eine ganz wichtige Übung. Denn unser Geist, wie ich schon vorher sagte, unser Ego, ist immer am Nörgeln. Das ist ein unentwegt nörgelnder Geist. Ist so. Aber das muss man wissen. Und dass das aber nicht die Wirklichkeit ist, sondern dass einfach das eine Funktion unseres Geistes ist. Ja, so wie der Bauch gluckert, so gluckert unser Gehirn. Und das zu erkennen, heißt frei zu sein von seinen bewertenden Gedanken. Im Augenblick sein heißt auch, das, was ist, als Ausdruck des Lebens zu erfahren. Ich habe schon gesagt, wenn der Geist immer wertet, dann wandert er immer in die Zukunft oder in die Vergangenheit und sagt, ja, früher war es viel besser oder das müsste viel besser gemacht werden. Aber in jedem Augenblick Buddha zu erkennen, in jedem von Phänomenen Buddha zu erkennen, das heißt, die Dinge so nehmen zu können, wie sie sind. Und die Dinge so nehmen zu können, wie sie sind, ruft in uns erstmal einen Widerstand hervor. Weil wir doch sagen, ja, das stimmt doch nicht. Das passt doch auch nicht. Da muss ich mich doch dagegen wehren. Und ich muss doch mal Nein sagen. Aber wir sehen nicht die Dinge, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge, wie wir sie denken. Wenn ich nochmal auf das Bild des Ozeans und der Wellen zurückkommen darf. Wenn der Ozean steht oder der Fluss steht für das Leben, für Buddha, für die Unendlichkeit. Und diese Unendlichkeit zeigt sich in jeder Form. Die Form jedoch ist nicht fest. Und in dem Moment, wo ich sie festmache, hat mein Gehirn ein Foto von dieser Welle gemacht. Und mit diesem Foto laufe ich herum und sage, das ist die Wirklichkeit. Aber es ist nur ein Bild. Es ist nur ein Foto. Es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, denn diese Welle ist schon längst wieder in eine andere übergegangen. Und gelingt es uns, nicht diese Welle festzuhalten, sondern sie
als Erscheinung zu erkennen, erkenne ich in den Wellen den Ozean. Erkenne ich in allem Buddha. Erkenne ich, was die Dinge wirklich sind. Und das ist eine schwere Übung, weil der bewertende Geist sehr stark ist. Und da gibt es eine wunderschöne Übung, dass man sich mal hinten anstellt bei einer Schlange und dann schaut, was der Geist plaudert. Und dann schiebt sich noch einer vorweg, drängelt sich rein, was der dann sagt, der Geist. Aber wenn vorne und hinten Ausdruck Buddhas ist, dann ist hinten stehen, hinten stehen. Und vorne stehen, vorne stehen. Wo ist da ein Unterschied? Es ist beides Buddha. Wir haben eine Praxis, dass wenn Menschen während eines Retreats, wenn Probleme auftauchen, dass sie in ein sogenanntes Doksan, in ein Einzelgespräch kommen. Und das wird ganz ritualisiert. Sie schieben ein Kärtchen raus, dann weiß die Assistenz, jetzt will derjenige oder diejenige in ein Einzelgespräch. Dann wird sie geholt und in einen Vorraum gesetzt, vor eine Glocke. Und jetzt dauert es oft, kann eine Minute dauern, kann 3 Minuten dauern, kann 15 Minuten dauern, bis der andere vor ihnen fertig ist mit seinem Gespräch. Dann hören sie eine Glocke und dann müssen sie läuten. Das ist eine wahnsinnig starke Übung. Schon da, wenn die Karte rausgeschoben wird, passiert es, dass sie sich nicht mehr auf die Meditation konzentrieren können, sondern ständig denken, was sage ich dir da drin? Und dann ganze Reden schwingen sie dann schon auf ihrem Kissen. Und dann sitzen sie in dem Vorraum und jetzt geht das Warten richtig los. Ja? Und dann, ja, was sage ich jetzt? Und dann müssen sie gleichzeitig hören, wann der bimmelt. Und sie müssen ja auch bimmeln. Ja? Jetzt sind sie schon angespannt, weil jetzt, was sage ich? Und dann kommen sie rein und dann wissen sie gar nichts mehr. Und das ist eine ganz starke Übung, nämlich nicht mehr zu warten. In seinem Leben gibt es nicht mehr Warten. Ich schiebe die Karte raus, ich sitze. Die Assistenz klopft mich an, ich stehe auf, ich gehe. Ich sitze, ich lausche, ich schlage die Glocke. Und das sind schwere Übungen. Das wissen wir ja auch, wenn wir ein Gespräch mit einem Vorgesetzten oder mit einem Mitarbeiter haben, was wir dann schon nachts alles für Reden schwingen, wie wir diskutieren, wenn wir ein Problem haben, wie wir unentwegt Dialoge führen, was wir da alles sagen werden. Und dann ist die Situation da, dann ist es ganz anders. Und das sind so Übungen, dass man ganz bewusst sich in solche Situationen begibt und seinen Geist versucht wahrzunehmen, wie er damit umgeht und sich nicht davon packen zu lassen, sondern sehen, dass der Kopf jetzt versucht, dem Ganzen Herr zu werden. Das ist ja überhaupt so eine Aufgabe oder eine Funktion unseres Geistes, dass wenn ein Problem da ist, dann versucht er, das Problem zu lösen und versucht dann alle Strategien durchzudenken. Aber er kann ja nur so denken, wie er gestrickt ist. Anders kann der Geist nicht denken. Das bedeutet, wir denken immer in denselben Schleifen. Immer in denselben Schleifen. Und aus diesen Schleifen herauszukommen, ist eine Befreiung. Und da ist es entscheidend, dass wir geübt haben, dem Geist einfach Stopp zu sagen. Und wir können ihm nicht sagen, jetzt hör halt auf zu denken, du weißt es ja sowieso nicht und gib halt Ruhe. Das funktioniert nicht, sondern es ist, dass wir diesen Geist auf einen anderen Fokus lenken müssen. Wir müssen ihn ablenken.
Wir müssen ihn auf einen neuen Fokus ausrichten können. Und das dauert etwas, bis man diese Kraft aufgebracht hat, dass er nicht immer wieder auf das Problem aufspringt, sondern wirklich in dem Augenblick dessen, was jetzt da ist, bleiben kann. Das sind Übungen, die im Alltag praktiziert werden. Das heißt, wenn jetzt wir ein Problem haben, dass wir ganz wach werden und immer im Augenblick sind und nicht ständig in den Dialogen, die wir mit den anderen Menschen zu führen haben. Wenn der Dialog da ist, wenn das Gespräch da ist, haben wir die Präsenz, wirklich im Augenblick da zu sein und dem, was ansteht, gerecht zu sein. Ein Zen-Meister, Kurosawaki, sagte einmal, wenn du wirklich erfasst hast, dass alles Buddha ist, wenn du wirklich erfasst hast, dass jede Form Ausdruck des ganzen Universums ist, dann ist es egal, ob du auf der Lebensbühne im Kamelkostüm die Vorderbeine oder die Hinterbeine spielst. Du spielst sie mit ganzer Kraft. Und wenn wir uns beobachten, dann würden wir immer gerne die Vorderbeine spielen. Und die Hinterbeine sehen wir als Ablehnung, als etwas, was wir werden gar nicht gesehen. Wir sind immer hinten, stehen immer hinten. Nein, hinten stehen, vorne stehen. Und da kommen wir zu einem einer schweren Last, die in uns liegt, nämlich die Ablehnung. Für uns Menschen ist es das Schwerste, Ablehnung zu erfahren, nicht gesehen zu werden, nicht geliebt zu sein. Ich habe vorher von der Polarität gesprochen, von der Dualität. Das Leben zeigt sich immer in Polen, zeigt sich in Hoch und in Tief. Wenn der Tag am höchsten ist, schwingt es hinüber zur Nacht. Wenn die Nacht am höchsten ist, schwingt es zum Tag. Das Leben zeigt sich immer in der Polarität. Es ist vergleichbar mit einer Münze. Es hat eine Zahl und es hat ein Bild. Und wir mögen oft die eine Seite nicht. Ja. Und dann glauben wir halten uns nur an der anderen Seite fest. Und dann wächst die andere Seite, die wir nicht haben möchten, wächst ins Unermessliche. Sie will gesehen sein, denn die Münze hat beide Seiten. Das Leben hat beide Seiten. Und die Übung, dass wir in jeder Seite die Münze erkennen, in der Zahl und im Bild, in groß und klein, in hoch und tief, bedarf es der Achtsamkeit, Achtsamkeit in dem Sinn, dass wir uns nur auf diesen Augenblick ausrichten und ihn sofort wieder loslassen und ihn nicht bewerten. Und so ist die Ablehnung und die Annahme sind die zwei Seiten der Münze. Und haben wir Angst vor Ablehnung, wird die Ablehnung sehr groß. Denn wir spiegeln unsere Gedanken, wir spiegeln unsere Nöte, unsere Sorgen, all das, was wir in uns verborgen haben, nach außen. Und das spiegelt sich dann im Außen wieder. Das heißt, wenn wir Angst haben vor Ablehnung, wird uns immer jemand begegnen, der uns ablehnt. Immer. Wenn wir Angst haben vor klein oder wenn wir klein nicht mögen, das ist ein ganz banales Beispiel, dann wird uns unentwegt klein begegnen. Denn klein und groß, sie sind nur Formen des einen. Und an der Ablehnung, da ist es am schwersten zu üben, weil es uns so weh tut, wenn wir nicht gesehen werden. Und da ist es
von Vorteil, wenn man bewusst in die Situation hineingeht. Gehen wir unbewusst hinein, kommt die alte Konditionierung hoch, dass wir sehr, sehr verletzt sind und sehr, sehr leiden unter der Ablehnung. Von daher ist es eine Hilfe, wenn man zum Beispiel, so habe ich geübt, in eine Gesellschaft geht, wo einen keiner anschaut. Und dann steht man da mit seinem Glas, vollkommen überflüssig und fühlt sich ganz unwohl. Und dann merkt, dann kann man beobachten, wie der Geist anfängt zu argumentieren. Dann sagt er, die sind doch alle blöd. Da bin ich doch gar nicht darauf angewiesen, dass mich die mögen. Das ist ganz faszinierend. Und wenn man das mal geübt hat, wenn man den Geist beobachtet, wie er die anderen dann niedermacht, um sich selbst wieder hochzukriegen, dann kann man darüber lachen. Und das geht aber nur, wenn man wach ist. Verstehen Sie, wenn Sie wach sind, dann können Sie diese Struktur Ihres Denkens beobachten und sind sie nicht. Und dann packt sie das nicht. Und ich habe erlebt, dass nachdem ich immer beobachten konnte, wie er da alle niedermachte und ich dann lächeln konnte, wie auf einmal diese ganze Angst oder diese Ablehnung von mir abfiel und es war schön. Es war überhaupt keine beängstigende Situation mehr unter den Menschen. Und dann kamen Menschen auf mich zu. Aber ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht sagen, ja jetzt lehne ich da nicht ab und jetzt bin ich da. Das geht nicht, sondern das ist ein Prozess, der durch den Körper hindurch muss. Und das ist mit Schmerzen verbunden. Und da ist es entscheidend, dass wir den Schmerz im Körper spüren und dem Schmerz kein Objekt geben. Dass wir den Schmerz spüren und nicht das Objekt geben, die sind ja blöd, die mag ich gar nicht, da bin ich gar nicht drauf angewiesen oder irgendetwas, sondern dass man nur sagt, ah ja, schau her, das schmerzt mich, da zieht es in mir zusammen und ich bin gespannt, wo es hingeht. Und auf einmal fällt das ab. Das bedarf schon einer großen Wachheit. Und diese Wachheit wird wirklich geübt durch das Sitzen. Weil wir in der Meditation bewusst wahrnehmen, wie wir gelebt werden, wie der Atem kommt und wie er geht. Und wenn wir die Fähigkeit haben, zu spüren, wie der Atem kommt und geht, ohne dass ich eingreife, sondern dass er wirklich von alleine mich lebt, dann ist es ein leichter Schritt, zu erkennen, wie das Gehirn arbeitet. Und lerne ich zu sehen, wie das Gehirn arbeitet, bin ich nicht mehr meine Gedanken, sondern die Gedanken tauchen auf wie bei einem Feuerwerk. Sie sprühen kleine Funken und fallen gleich wieder in sich zusammen. Denn ich halte den Funken nicht fest und mache aus ihm eine ganze Geschichte. Alles ist mein Spiegel. Ich habe schon darauf hingewiesen. Im Grunde genommen gibt es nur mich. Oder sagt er bei seiner großen Erleuchtung, ich bin das ganze Universum. Es ist alles, was um mich herum ist, bin ich selbst. Nochmal auf das Bild des Ozeans zu sprechen zu kommen. Ich bin eine Welle des Ozeans. Das heißt, ich bin Ausdruck des Ozeans. Nicht eigenständig, nicht abgetrennt, nicht von den anderen Wellen getrennt, sondern ich bin Ozean und in dem Ozean bin ich mit allem eins. Und wenn ich auf die anderen Wellen schaue, dann schaue ich nur auf mich selbst.
Ich schaue auf den Ozean und in dem Ozean sind wir alle eins. Das ist eine tiefe Weisheit, die Buddha uns vermittelt hat. Und im Zen gibt es eine schöne Geschichte. Da kommt ein Schüler zu einem Meister und sagt, was ist denn, bevor ich erleuchtet bin? Und dann sagt er, da bist du eine Lotusblüte. Und dann sagt er, und was ist, wenn ich erleuchtet bin, wenn ich erwacht bin? Und dann sagt Buddha, der Meister, dann bist du ein Lotusblatt. Und das klang für den frustrierend. Er hat sich vorgestellt, wenn er erleuchtet ist, dann ist er eine wunderschöne, wunderschöne Lotusblüte. Ja. Und jetzt sagt er ein Blatt, da gibt es Tausende. Ja, alles schaut gleich aus. Und das ist wirklich ein so schönes Bild. Wenn wir nicht wach sind, dann glauben wir, wir sind einzeln. Wir sind getrennt von anderen und sind etwas anderes als die anderen. Und sind wir aber wach, dann erkennen wir, dass wir alles sind, dass wir eins sind. Und bei einem Lotusblatt, das ist wie bei einem Seerosenblatt, da, wenn das Wasser darüber fließt, dann ist es wie ein Spiegel. Und der ganze Himmel spiegelt sich in dem Lotusblatt. Und Wachsein heißt, dass sich die ganze Wirklichkeit in mir spiegelt. Und so wird jeder, der mir begegnet, wird zum Erwachen für mich, weil ich in ihm mich selbst sehe und erkenne. Und gerade die Menschen, die mir sehr schwer fallen, sind eine ganz, ganz große Übung, mich anzunehmen. Nämlich im Anderen anzunehmen, den Anderen ganz und gar als Ausdruck des Lebens zu erkennen, heißt mich selbst als Ausdruck des Lebens zu erkennen, mich anzunehmen, so wie ich bin. Und das geht nicht, indem ich mich ins kleine Kämmerlein zurückziehe und sage, jetzt lerne ich mich anzunehmen, sondern da sind die Mitmenschen und die ganze Welt ist für mich eine ganz große Hilfe. Denn sich selbst zu täuschen ist unendlich groß. Man kann sich die tollsten spirituellen Ideen einreden. Und wenn man dann in die Welt kommt, stört einen das, der passt einen gar nicht und die ganze Welt passt nicht. Ja? Und dann ziehe ich mich wieder zurück und fühle mich ganz wohl. Nein, die Welt bin ich. Und sich der Welt zu stellen, heißt sich selbst zu stellen. Und das ist eine Hilfe, auch Partner und Kinder. Sie sind der engste Spiegel. Sie leben für mich das, was ich nicht mag. Und das ist oft sehr, sehr schwer auszuhalten. Und wir neigen dazu, dann die Kinder anders machen zu wollen, wie sie sind. Die Partner sowieso. Also die Frauen erziehen dann die Männer. Und die Männer sehnen sich immer nach der Frau zurück, die sie mal kennengelernt haben. Aber das wahrzunehmen, dass der Partner, die Kinder, die Mitmenschen für uns das Leben, das, was wir erkennen sollen und woran wir erwachen sollen, das ist eine große Hilfe. Viele kommen zu uns und sagen, ja, wenn man im Kloster leben würde, wenn man unter Menschen leben würde, die auch genauso ticken wie ich, die eben den gleichen Weg gehen, ja, dann wäre das Leben ganz leicht. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir
Gäste aufnehmen für einen Langzeitaufenthalt. Und so nach 3 Wochen zeigt sich, dass sie ihre Welt, die sie draußen verlassen haben, um in eine neue Welt zu kommen, die heil ist, auch in diesem Sandkasten, sprich an unserem Hof, genauso kreieren. Da tauchen dann auch Menschen auf, die sie stören, die nicht das machen, was sie sich vorstellen, die einfach nicht richtig den Weg gehen. Die müssten das alles besser machen. Aber das ist normal. Sie bekommen immer diese Gäste zur Seite gestellt, die sie auch draußen haben und die sie dort stören. Eben weil wir die Welt nur so sehen können, wie wir selbst sind. Ich muss auf die Uhr schauen. Oh ja, danke. Nein, ich habe noch. Wunderbar. Ja, man sucht sich die Menschen, die man braucht. Und das ist eine wichtige Übung. Wenn wir davon ausgehen, dass Zen, dass wir Zen im Alltag praktizieren, dann ist das nicht etwas, was sich auf einer spirituellen, abgehobenen Ebene vollzieht, dass wir meditieren und denken, ich bin spirituell. Ja? Sondern die Spiritualität muss sich im Alltag bewähren. Und Spiritualität im Zen heißt, zu erfassen, dass alles eins ist, dass alles Buddha ist und dass wir im den bewertenden Geist erkennen und alles dadurch auch loslassen müssen. Das ist entscheidend. Von daher gibt es 3 Haltungen, die die Zen-Haltung beschreiben. Das eine ist die Haltung des Staunens. Dass wir wieder in die Welt hinausgehen und in Staunen kommen. Nicht schon wissen, was wir denken, nicht zu wissen, was wir fühlen und nur das sehen, sondern in einer Haltung in die Welt gehen, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Denn alles, was auf mich zukommt, bin ich selbst. Und das ist auch bei Meditation, bei der Sazen-Übung ein wichtiger Punkt, dass wir jeden Atemzug immer wieder neu erfassen. Und wenn der Atem sich unten im Becken vollzieht und ich spüre ihn im Becken, dass ich ihn dann nicht bewerte und sage, er müsste noch tiefer oder höher, wenn er einmal ganz nach oben bleibt, dass ich nicht sage, er muss nach unten. Das sind die Grundübungen, sich anzunehmen, so wie man ist, so nicht, weil ich mich als Fehlender annehme, sondern weil das Leben sich in jeder Form vollzieht. Das Leben vollzieht sich, die Tasse fällt mal runter und die Tasse bleibt stehen. Aber wenn sie runterfällt, dann ist es für uns ein ganz großes Problem, dass wir sagen, ja, hätte ich doch besser aufgepasst, dann wäre es nicht passiert. Und wir bleiben an dem Runterfallen hängen, anstatt wir hingehen, die Scherben zusammenkehren und aufwischen. Das ist eine tiefe Verantwortung, die wir übernehmen. Wenn wir im Augenblick sind, leben wir den Augenblick ganz verantwortungsvoll. Manchmal werde ich gefragt, gehe ich davon aus, dass das Leben sich vollzieht, dann bin ich doch gar nicht für die Dinge verantwortlich, wenn es kein Ich gibt. Nein, ich lebe die Dinge, wie sie sich vollziehen und in diesem Vollzug bin ich ganz voll verantwortlich. Wenn ich in Gedanken bin, dann finde ich immer Ausreden, warum ich dafür jetzt nicht eintreten möchte für mein Handeln. Weil ich ja nicht schuld bin.
weil der andere das gemacht hat. Aber bin ich ganz im Augenblick, hebe ich auf, was zum Aufheben ist. Und nicht, weil der andere das hingeworfen hat, brauche ich nicht aufheben. Die Verantwortung ist eine nicht am Ich hängende, sondern die Verantwortung ist ein ganz tiefe Augenblick, hängt ganz tief vom Augenblick ab. Und lebe ich im Augenblick, bin ich verantwortlich für die Welt. Es ging vielfach um die Nachhaltigkeit. Immer wieder kam das Wort, wir müssen leben, damit die Welt weiterleben kann. Wir sind verantwortlich für die anderen. Aber bin ich im Augenblick wirklich verantwortlich, dann ist Nachhaltigkeit immer gegeben. Denn jeder Augenblick lebt selbst Buddha, ist also vollkommen. Und das ist für uns oft schwer zu haben. Ich habe vorher am Anfang gesagt, vorne und hinten. Hinten stehen ist Buddha, vorne stehen ist Buddha. Ja. Haben ist Buddha, nicht haben ist Buddha. Und das zu erleben, da kann ich gut üben. Da gehe ich in ein Geschäft, wo mir Dinge ganz gut gefallen. Und ich schaue mir alles wunderbar an. Und dann gehe ich wieder raus, ohne etwas zu kaufen. Aber nicht aus Resignation, nicht weil ich mir nichts kaufen darf, sondern weil ich weiß, ist zu haben oder nicht zu haben, ist nicht egal. Also das ist es nicht. Sondern ist gleichwertig. Und daher ist auch eine Übung verzichten, nicht weil ich verzichte, sondern zu üben, es nicht zu haben oder zu haben, das ist eins. Das ist immer Buddha selbst. Das sind ganz wichtige Übungen. Und dafür ist dieses Staunen so notwendig, dass wir in die Haltung wie ein Kind kommen, das noch keine Begriffe von der Welt hat, das noch nicht geprägt ist, das ist gut und das ist schlecht, sondern dass wir einfach in diese Offenheit kommen, zu spüren, was ist, aha, das ist es auch. Und natürlich tut es ein bisschen weh, wenn man mal nicht gesehen wird. Es tut weh, etwas nicht zu haben. Aber dann bloß den Schmerz spüren. Nur den Schmerz. Und aus diesem Schmerz keine Geschichte machen. Weil ich so arm bin. Weil ich nicht den richtigen Partner habe. Deswegen habe ich das alles nicht. Nein. Nicht haben ist Buddha. Haben ist Buddha. Und dann gibt es die Ehrfurcht. Aus dem Staunen heraus entwickelt sich die Ehrfurcht. Nämlich alles als Buddha zu erkennen, alles als diesen Ausdruck des Ozeans zu erkennen, das ist eine Haltung, die auch ehrfürchtig macht. Nicht Angst, sondern die Wertschätzung. Wenn alles Buddha ist, ist alles wertgeschätzt. Und von daher wird bei uns ganz viel immer die Verbeugung gemacht. Vor allem vom Kissen, vom Essen, vor allem. Es ist immer diese Übung der Wertschätzung. Und wir üben auch die 108 Niederwerfungen. Einfach Ehrfurcht. Nicht vor irgendetwas, sondern dass der Körper diese Haltung des Ehrfürchtigen in sich aufnehmen kann. Und aus der Ehrfurcht heraus entsteht die Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass alles so, wie es ist, sein kann, sein darf. Und ja, alles so, wie es ist, in Ordnung ist. Ich danke Ihnen.